Eine gute und eine schlechte Nachricht. Ich mag kein Fleisch und muss trotzdem Fleisch verarbeiten in der Küche für die nächste Mahlzeit. Das ist natürlich ein Zwiespalt und da müssen wir allerdings dann einmal ein Auge zudrücken und, wie man so schön sagt, da müssen wir dann einfach durch. Ich schneide die Schwarte herunter. Daran sehen Sie schon einmal, dass es sich heute um ein Stückchen Schweinefleisch handelt. Die Schweine sind, glaube ich, eigentlich sehr intelligente Tiere. Schweine sind auch sehr, sehr sauber, wenn sie nicht gerade im Schmutz wühlen. Aber ich glaube, Schweine sind sehr, sehr sauber. Wenn wir natürlich nun glauben sollten, dass das Fleisch vielleicht doch nicht ganz so hygienisch, einwandfrei. Also, kurz gesagt, wenn wir also glauben, dass wir skeptisch sein können, dann würde ich empfehlen, das Fleisch sehr stark erhitzen. Und dafür haben wir hier schon eine Pfanne auf die Kochplatte gebracht und erhitzen sie schon einmal vor und beginnen jetzt einmal, das Fleisch in kleine Würfel zu schneiden. Dafür habe ich ein sehr, sehr scharfes Messer und wenn es noch nicht scharf genug ist, werde ich es noch mal ein bisschen schärfen. Und dann wollen wir einmal sehen, ob nicht doch eine schöne Geschmacksnote dabei herauskommt. Ich glaube, ja. Ich glaube, das Auge wird eines Tages genussvoll mitessen. So. Zu Schweinefleisch esse ich immer gerne Zwiebeln. Dafür schneiden wir Zwiebeln klein, entfernen die Schale. Die Schale bei Zwiebeln nicht mitessen. Die Zwiebelschale schmeckt nicht besonders gut. Die Schale von den Zwiebeln entfernen und die Zwiebel selber im Kern dann sehr, sehr klein schneiden. Und sofort in eine vorher vorbereitet gebutterte Pfanne geben. Das mache ich jetzt. Ich greife einmal rein und schon sind die Zwiebeln in der Butter. Und da gebe ich auch noch einen kleinen Schuss Öl zu, einfach zum Verfeinern. Dazu empfehle ich Kartoffeln. Kartoffeln habe ich heute gekauft, gekocht und gepellt. Also es ist so, dass man immer mehr Interessierte findet, die einem die Kartoffeln kochen und dann auch gleichzeitig noch schälen. Das muss auch damit zusammenhängen, dass es natürlich sehr, sehr viel Arbeitslose gibt. Und dadurch haben wir einen gewissen Vorteil in der Küche. Die Kartoffeln sind schon gekocht und geschält. Wir brauchen sie jetzt nur noch in feine Scheiben schneiden. Etwas geschnitten und sofort schon mal vorsalzen und übersalzen und nicht zu wenig salzen. So, dies immer beobachten. Schweinefleisch, Zwiebeln, Kartoffeln. Ich trinke dazu immer gerne ein bisschen Rotwein. Und da habe ich eine Flasche aufgemacht, entkorkt und gelüftet und in den Flakon gefüllt und das kommt mir jetzt zugute, wenn ich den Wein trinke. Er schmeckt mir sehr, sehr gut. Mmh. Oh, er schmeckt. Oh, lecker. Oh. Mmh. Oha. Sehr, sehr lecker. Hauptsache hier brennt nichts an. Mmh. Oh, die Farbe allein schon, wenn man es gegen das Licht hält. Man sagt ja gern das Kirchenfenster. Wenn der Rotwein am Glas entlang perlt und so ein Farbenspiel entsteht, dann spricht man vom Kirchenfenster. Und er schmeckt... Oh, den muss man schön langsam trinken. Schweinefleisch, Zwiebeln und Kartoffeln. Und die Kartoffeln ein bisschen würzen, vorsichtig salzen. So,
Jetzt würde ich sagen, das bringen wir zusammen. Dann nehmen wir den Speck raus. Den bringen wir in die Zwiebeln rein. Wir fangen aber das Fett auf. Das Fett wollen wir jetzt gleich verwenden für die Kartoffeln. So, jetzt mache ich schon mal eine kleine Salatsauce. Und zwar mache ich eine Salatsauce aus Joghurt. Joghurt aus dem Paket. Joghurt kann man, glaube ich, auch in der Tüte kaufen oder lose. Aber ich habe hier ein Paket. Joghurt raus aus dem Paket in eine Schüssel geben. Dazu einen kleinen Schluck Milch. Einen ganz kleinen Schluck Milch dazu. So, kleinen Schluck Milch hinein. Zack. So, dazu ein Tropfen Zitronensaft. Wir schneiden eine Zitrone auf, pressen etwas Saft hinein, wobei wir die Kerne gleich auffangen. Die dürfen nicht mit rein. So, und dann schneiden wir auf eine Limette. Das sind die grünen Zitronen. Die schmecken aber besser. Ja, sie schmecken einfach besser. Ja, sie schmecken besser. Sie schmecken irgendwie besser, deswegen nehmen wir noch grün dazu. So, das Ganze wird verrührt. Wie falsch ist denn die Pfanne? So, dann kann ich da schon mal die Kartoffeln reingeben. Das kann ich jetzt mal machen. Hier, so. Ja. Da kann ich jetzt mal richtig reingeben. Schön. Jetzt Werkzeug. Wo ist mein Werkzeug? Ich frage hier. So, jetzt nehmen wir das Joghurt mit Milch und Zitronensaft, verrühren das mit einem Schneebesen, geben dazu ein kleines bisschen Zucker und ein kleines bisschen Salz und verrühren es weiterhin mit dem Schneebesen. So, wir probieren. So, die Soße. Jetzt kommt der Salat. Kopfsalat. Den Kopf köpfen, die Hakenblätter, die äußeren, abschneiden. So, die äußeren, man kann sie einmal probieren. Nein, die sind mir zu fest.